Wir haben mit Info 8 Sway 89 besucht, im Fullpark in Kriens. Ich würde gerne von euch wissen, woher kennt ihr euch? Ja, gewisse sind von uns im gleichen Quartier aufgewachsen und so ist die Band entstanden schlussendlich. Und eigentlich mehr oder weniger durch Kollegen aus der Schulklasse. Ja, es ist ziemlich durchmischt bei uns. Ja. Und wie lange kennt ihr euch schon? Das kommt ganz darauf an, woher wir uns kennen. Das heisst, die einen, die aus dem Quartier kommen, die sich von dir kennen, die kennen sich seit irgendwie 10 Jahren oder länger sogar. Aus dem Sandkasten kann man fast sagen, ja. Und die anderen sind etwa 12, 13, so seit der Säcke. Sway 89 ist ein relativ ungewöhnlicher Name. Wie sind ihr auf den gekommen? Das darf er gerade sagen. Ja, das ist eigentlich im Ausgang entstanden. Wir sind in den Ausgang gegangen und wie es so im Ausgang ist, trinkt man mal ein bisschen zu viel. Und dann ist einer von, ja, schon gut. Da bin ich vorausgelaufen und da habe ich auch ein bisschen gewackelt. Und dann meine Bandkollegen sind dann auf die Idee gekommen, sie sollten mal erzählen, wie manchmal ich hin und her gewackelt, bevor ich am Boden gehe. Und schlussendlich ist dann das auf 89 rausgekommen. Und zwei heisst Talk. It doesn't matter if you're black or white. It doesn't matter cause there's no wrong or right. And no matter what you're living for. It doesn't matter, really not matter. Because the thing I'm telling you about, you can do it every time and everywhere you go. Wie würdet ihr euch Musikstil beschreiben? Gestern hat es ziemlich guten Input gegeben von dem Producer, vom Diesel da hinten. Art Rock, aber das haben wir jetzt auch das erste Mal gehört. Und sonst sagen wir nämlich Pop und Rock auch. Das ist Pop, Rock und eben vielleicht ein bisschen Art Rock. Jetzt zum Beispiel da, dass die sind zwar relativ erfolgreich, man kennt sie, aber trotzdem sind sie nebenbei berufstätig. Was macht ihr nebenbei oder macht ihr das jetzt Vollzeit? Nein, schon noch nicht Vollzeit. Wir sind eigentlich, die meisten von uns sind noch Lehrlinge oder Studenten. Ja, wir sind also ja, Studenten, ja. Wir sind eigentlich alle noch am Arbeiten. Also, es wäre zwar schon das Ziel, irgendwann mal mit Musik unser Geld zu verdienen, aber momentan sind wir alle noch am Berufstätig. A lot of people just wanna dance, but they're too shy and miss the chance every time. There is nothing you have to be ashamed of, and yeah, give it a try. And I will promise you, it will get better, 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 better. There's no way to do it wrong. Wie sieht's mit den Texten aus oder Liedkompositionen? Macht ihr das selber untereinander in Jam-Sessions oder hilft euch da jemand? Das machen wir alle selber. Also Songwriter sind der Christian, er geht links von dir. Und ich bin auch Songwriter und er neuerdings auch geht. Ja, eigentlich wir drei schreiben die Songs und arrangieren wir es in der Bandprobe. Und da gibt es eine Anpassung natürlich. Ausschließlich auf Englisch oder habt ihr auch mal einen Mundart-Track dabei? Wir haben einen Song auf Mundart gehabt. Ab und zu spielen wir ihn immer noch, wenn es passt. Es braucht einfach einen speziellen Ort, dass wir den bringen können, auch so vom Text her, von der Atmosphäre. Und ja, wir sind aber nicht abgeneigt, wieder zu spielen, wenn der Ort und alles auch passt. Habt ihr auch relativ viele Auftritte oder schaut ihr wirklich, dass ihr möglichst im Studio sind und punktuell ab und zu mal ein Konzert spielen? Oder ist das ein grosser Faktor, Konzert? Ja, es braucht schon. Also, ich meine, über Konzerte, also, das ist etwas vom Wichtigsten, oder? CD braucht es auch für zum Konzert kommen. Wenn du CD nicht hast, dann kommst du auch nicht an Konzert her, oder? Brauchst du etwas zum Vorweisen, dass du wissen, was du spielst. Und jetzt ist gerade eine kleine Pause.
Aber allerspätestens auf neun Jahre, wenn wir wirklich wieder viel Konzerte geben. Das ist ja am Stadtkeller. Stadtkeller am 26. November 2010. Das ist ein Freitag, oder? Ja. Freitag kann ich allen empfehlen. Wenn man sich jetzt für euch interessiert, wenn man jetzt gefallen findet an eurer Musik, kann man sich über euch informieren oder Musik hören von euch oder ja? Das geht am besten über das Internet, 289.ch, klicken mal drauf. Und neuerdings auch auf einzelne Feuerzünder zu lesen, 289.ch, also wie auch Kleber, wenn ihr mal in der Stadt einen findet. Dann denkt an uns, besucht unsere Homepage, hört in die neue CD rein, wenn sie schon draus ist. Und ja. Vielen Dank fürs Interview und viel Erfolg mit der CD.